Detect aufgestanden. Guck mal, wenn man in der Bette schläft, hat man so ein kleiner Stamina-Boost. Sieht er das ohne rechts? Morgen, Captain. Quasi so frisch ausgeruht, kann man schneller und besser arbeiten. Sturmtruppler 151, Nachtruhe ist beendet. Sie dürfen sich jetzt für 2 Stunden oben ausruhen. Sehr gut erholt. Mein Lord, unsere Droiden sind nicht mehr geschmiert. Sie laufen nicht mehr. Wir brauchen dringend Öl. Haben wir das letzte Mal Öl herbekommen? Ich weiß es nicht. Wir hatten es. Es kann sein, dass wir es aus dem Rebellenlager mitgenommen hatten. Ich warte noch Herrn Skys Lieferung ab. Wir bekommen Ringer besten Alters. Damit wird es leichter sein, Öl zu finden. Vielleicht kennt er ja die Position auf der Karte, wo man vielleicht Öl findet. Oder auch die nötigen Ressourcen, um kleinere elektronische Bauteile herzustellen. Ja, er ist aber ein Schmuggler. Er wird immer nach der Währung fragen, um Informationen herzugeben. Und die heimische Währung geht auch zur Neige. Wir müssen mehr von diesen Geschäften annehmen, um mehr Missionen abzuschließen, um mehr von diesen heimischen Währung zu bekommen. Vielleicht können wir ja ihm Ressourcen anbieten und dagegen Währung erhalten. Vielleicht kann er sich auch mit Steinen oder Kristallen zufrieden geben. Das gilt es herauszufinden. Mein Schüler. Meister, ich habe einen sehr alten Springer besorgt. Zeig ihn mir. Er hat jetzt. Komm, sieh. Ich habe die Sättel noch nicht hergestellt für die Tierchen. Sehr gutes Reifungsalter. Sehr gut, mein Schüler. Das heißt, 2 ohne Sattel. Immer nicht mal. Sturmtruppler, was ist Ihre Aufgabe? Oh, scheinbar hatten die Sturmtruppler keine Antwort gegeben. Sturmtruppler, was ist Ihre Aufgabe? Gehen Sie zu ihr und fragen Sie nach. So, fertig hergestellt. Mein Schüler, wir gehen die Tiere besatteln.
Wo habe ich jetzt ein Sattel zu viel gemacht? Haben Sie nun eine Aufgabe? Nee, ich habe sie noch nicht. Ich wollte gerade den Imperator fragen, ob sie, sie gesehen hat. Sie ist im Stall. Nicht? Nicht? Mit denen könnte man schon züchten, aber ich warte dann wohl noch Herrn Sky ab. Captain Fassler, habe ich eine Aufgabe? Nein, die Aufgabe ist immer noch dieselbe. Besorgen Sie Steine für den Architekten. Wie weit sind Sie mit meiner Schlafkammer? Ich werde Sie jetzt gleich anfangen, mein Herr. Könnten Sie eventuell einen Balkon einrichten? Wiederholen Sie bitte den Befehl. Könnten Sie eventuell auch irgendwann mal einen Balkon einrichten? Das ist aber nicht dieses. Nur noch das Licht und dann wäre er perfekt. Okay, machen Sie weiter. Wir wünschen mal. Guten Tag. Mein Schüler. Mich anfunken? Ja, ich denke Meister. Kaum. Ich muss dir diese Aufgabe übermitteln, weil unser Sturmtruppler nicht wirklich dafür geeignet ist. Besorgen Sie Steine für den Architekten. Mein Lord, der Herr Sky habe ich gerade durch die Tore gelassen. Er ist gleich mit den Springern bei Ihnen. Ich werde ihn empfangen. Aus welcher Himmelsrichtung der Tore lassen Sie ihn rein? Aus dem unteren, dem Herrlstor. Ich bin am Holztor, ich bin ihm nicht begegnet. Ich hatte ihn gerade vor wenigen Minuten hereingelassen. Mein Lord, er steht bereits vor der Hauptbasis. Er ist dort reingekommen. Es sind noch nicht alle Wege geschlossen. Wie sind Sie hier reingekommen? Ich bin von da drüben gekommen. Da war alles auf. Captain Fasma, berichten Sie dies unserem Architekten. Wir sind hier noch nicht abgesichert. Gut, das sind Ihre Exemplare. Genau, das sind meine Exemplare. Drei wunderschöne, super Exemplare. Aber die brauchen mal wieder ein bisschen was zu essen. Die haben auf dem Weg hierher doch einiges an Strapazen durchlebt. Gut. Danke fürs Herbringen. Dann werde ich sie ihm mal übergeben. So, dann hier den ersten. Geben wir ihm am besten gleich ein wenig Fleisch, dann ist er deutlich zutraulicher. Und zwar, wir haben ein Problem. Unsere Basis ist noch nicht abgesichert. Der Herr Sky konnte, nachdem er durch das Holztor unten geritten ist, einfach so an unsere Base heranlaufen. Dann wird er deutlich zutraulicher. Ich bedarf noch, wo das Holztor ist. Er ist unten, habe ich ihn durch das Holztor gelassen, aber ich zeige es Ihnen. Wir haben noch zwei Stellen, wo man einfach zu unserer Base laufen kann.
Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß damit und ich freue mich auf weitere Geschäfte. Einmal durch diesen Spalt hat man es noch viel zu einfach zu uns zu gelangen. Wir werden Öl und noch wo brauchen. Wo kann man das hier finden? Oh, da müsste ich mal meine Kontakte fragen. Das habe ich selber. Ich werde auch nur beliefert. Müssen Sie verstehen. Wann haben Sie da die nächste Lieferung und was würde das kosten? Auch auf dieser Seite hat man noch viele Möglichkeiten, an uns heranzukommen. Und jetzt die dritte Option. Ich würde Ihnen dann Bescheid geben, wenn sich der Kontaktmann bei mir gemeldet hat. Des Weiteren möchte ich gerne heimische Ressourcen gegen diese Ragnar-Coins tauschen. Wann haben Sie da wieder Bedarf und welche Ressource gefällt Ihnen? Wenn man hier weiterläuft und dann nochmal nach rechts, kommt man vor unser anderes Tor. Das heißt, es ist weit offen, man kann es einfach umgehen. Da müsste ich mal... Sky? Setzt bei Ihnen das Fieber ein? Ich setze mich mal essen. Ich würde mich wegen Ressourcen noch bei Ihnen melden, dann später. Möge die Macht mit Ihnen sein. Mit Ihnen auch. Könnten Sie mich durch das Tor dort rauslassen? Stimmt. Wieso kommt jetzt nur einer mit? Dritte. Ne, die war laut. So, jetzt haben wir mal ordentliche Springer. Gilt es natürlich rauszufinden, wie man so züchten. Aber da wir jetzt Zoologe haben, wird das schwierig umzusetzen.
schnell. Druidika-Sattel baue. Dödi. Leichter ohne Lagern. So. Gefordert wurde. Ich habe meinen Architekt Nimi von der anderen Sturmtruppe unterscheiden. Muss ich mal aber was infallen lassen. Hier. Vielleicht befördere ich ihn, weil er Architekt ist. Au! So, und die Ringe drüben. Sattel. Seid mit die Ringe drüber. So. Paniere richtig. Das ist drückt für das Team. Seid noch. Ihre Binden. Über. Ah. Bauch muss. Binde. Gut, dann. Auf, ne? Hep. Yes. Gut. Gut. Schmerz. Ja. Echt. Ja, doch. Hopp. Wow, wow. Was war dann das? Oh, es dreht sich alles. Alles okay bei Ihnen, Imperator? Nein. Es dreht sich alles. Was ist passiert? Bringen Sie mich in die Basis. Boah, ist mir übel. Wow, wie lange Narkotik braucht? Ich muss in mein Gemach. Ich glaube, ich verliere das Bewusstsein. Informieren Sie Captain Trubler, was ist passiert? Der Imperator hat ja einen Unfall mit dem Kugeldings. Bringen Sie ihn in sein Gemach. Ich glaube nicht, dass das mein Gemach ist.
Turmtruppler, wissen Sie, wo es hier der Wasseranschluss, wo hier ein Wasseranschluss ist? Hier gibt's Wasser. Ja, bei den Beeten, bei den Beets. Ja, hier gibt's Wasser und bei den Beeten von, bei dem Beet von Captain Basma. Hier, Meister. Dankeschön. Ihr Gemach ist fertig, mein Meister. Ich werde es mir gleich angucken. Wow, was gibt die mir da? So mit scheußlich. Sturmtruppler, ich so hastig. Noch einen Liegestuhl für mich? Ich habe Sie nicht ganz verstanden. Warum? Sie sind der Falsche. Sie sind ein Falsche. Schluck Wasser. Bringen Sie mir Wasser. Meister? Master? Sind Sie? Haben Sie eventuell noch einen Liegestuhl für mich? Ich schau mal nach im Lager. Dankeschön. Da sind sie wieder. Ich hab für sie Wasser. Dings, Google, Dings. Was ist damit, mein Lord? Es hat sich mit mir gedreht, das war zu viel. Vielleicht sollten sie da noch etwas liegen bleiben, bis sie sich komplett erholt haben. Es drehte sich, obwohl ich noch drauf saß. Sie sollten auf jeden Fall noch etwas liegen bleiben, mein Lord. Der Architekt sollte nicht übereifrig auf den Sattel springen. Er muss behutsam umgehen, sagen Sie das. Ich werde es Ihnen mitteilen, mein Lord. Brauchen Sie noch etwas, bevor ich jetzt gehe? Ein Happy Meal. Mit allem drum und dran. Sturmtruppler. Architekt. Sturmtruppler, würden Sie den Liegestuhl bitte auf den Balkon? Hier bitte in dieser Ecke. Captain, würden Sie mich bitte zum Grand Lord hineinlassen? Der dunkle Lord ist momentan nicht ansprechbar. Ihr Happy Meal, mein Lord. Was denn jetzt geholt? Oh! A Kanu Burger! Sind sehr zuverlässig, Captain Phasma. Immer zu Diensten, mein Lord. Merken Sie sich das. Wie auch immer Sie diesen Burger zusammen geschustert haben. Sehr gute Mischung. Sehr gute Zutatenwahl. Haben Sie das aus dem heimischen Garten gezaubert? Natürlich, in Verbindung mit dem einheimischen Fleisch. Welches Tier ist das? Kanu-Fleisch. Von dieses große Tier. Das gehörnte? Ja, mein Lord. Werde das bevorzugt. Jagen. Östlich.
Falls es Ihnen wieder gut geht, mein Lord, Ihr Schüler möchte Sie sprechen. Captain Phasma? Jawohl. Ich wollte fragen, ob ich dieses Kugeldings bereit zum Steinefahren benutzen darf. Es ist sehr gefährlich, dieses Tier. Der dunkle Lord. Ich war bei einem Unfall dabei. Ich habe gesehen, was er gesagt hat, wie der Unfall ausgelöst hat. Mein Schüler, bin so eilig. Schaue, ob der Architekt die zwei Eingänge gesichert hat. Geht es Ihnen wieder besser? Ich habe gespürt, dass es Ihnen nicht so gut geht. Captain Phasma hat mir ausgerichtet, dass du ein Gespräch möchtest. Ich wollte... Um was handelt es sich? Ich wollte mich nur mal informieren, wie es Ihnen geht. Captain Phasma hat ein neues Gericht. Das hat mich wieder auf die Beine gebracht. Ja, gut an. Gehen Sie Ihrer Mission hinterher. Sturmtruppler, das ist ein gefährliches Tier. Captain Fasser, pass mal dir mir erlaubt, es zu probieren. Ich war bei einem Unfall dabei, vielleicht kann ich jetzt mal, wie das einmal passiert. Passen Sie gut drauf auf, dieses Tier hat null Respekt, ob man auf dem Sattel sitzt oder nicht. Oh mein Gott! Geht es Ihnen gut? Rubler? Geht es Ihnen gut? Mir geht's gut, mir ist bloß ein bisschen schlecht. Gehen Sie zu Captain Phasma. Bevor Sie mir umkippen. Ein sehr gefährliches Tier. Hör auf, Rollendings zu machen, wenn wir drauf sitzen. Ein mit dir. Meister, haben Sie den Architekten gesehen? Nein, seit meinem Unfall nicht mehr. Er hört einfach. Mach mal riskieren. Ah, geht doch mit dem Galopp. Gehorsam. Kugeldings. Auch umgekippt. Ich weiß aber nicht warum. Ich habe mit ihm geredet und auf einmal fällt er um. Bringen Sie ihn hoch. Oder was ist mit ihm passiert? Wie bitte, Sie sind sehr leise. Ist irgendwas mit Ihrem Helm kaputt, oder? Dieses Google-Ding, dieses direkte Scheiß-Ding. Ruhen Sie sich 2 Minuten aus. Besser.